Mehr als 150 Polizisten haben bei einer groß angelegten Razzia in drei Flüchtlingsheimen zwischen Heilbronn und Heidelberg 9 mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Nach monatelangen Ermittlungen durchsuchten die Beamten Unterkünfte in Mosbach, Hasmersheim und Leimen, so die Polizei. Asylbewerber sollen mit Betäubungsmitteln gehandelt und Drogen an Jugendliche verkauft haben. Es wurden 10 Haftbefehle erlassen.